Wie geil ist das denn? Komm schnell, Fisch, ist dein Fisch. Komm, ja. Starko Belli. Sehr gut. Super. Oh nein. Was ist das denn? Ah, das, was ich dir angekündigt habe. Hier kommt die Einheit, man kennt sie bein bei. Bevor sie einreist, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Moin moin meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Anscheinend entwickle ich mich zum Frühaufsteher, bei bestem Wetter nicht so. Da habe ich mich tatsächlich nochmal morgens aus dem Bett gequält. Ich werde jetzt Richtung Dortmund fahren, ich habe noch 180 Kilometer auf dem Tacho. Ich würde sagen, bleibt gespannt, mit wem ich mich treffe. Auf geht's. I went by your house, what a big mistake. Before a while I thought that I wouldn't break. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You have so much to say. Take control of your own life. Ja, ich bin angekommen. Da ist er auch schon, Dennis. Grüß dich. Hi, willkommen. Dennis von Stramme Leine, kennt ihr natürlich alle. Er kann nicht nur Hecht und Barsch, er kann auch Friedfische. Zumindest ist das heute unser Plan, oder? Ja, das ist unser Plan. Wir haben es jetzt auch schon wie oft verschoben? Viermal, dreimal? Ich weiß es gar nicht mehr. Viermal weiß ich auf alle Fälle. Ja, richtig übel. Aber schön, dass es heute mal klappt. Wir haben gesagt, wir ziehen durch. Ja, eigentlich war es nämlich so, dass wir gesagt haben, die letzten Male, nee, der See ist eingefroren, es ist zu kalt, es schneit, Glatteis, was weiß ich. Und ja, jetzt haben wir eigentlich Mitte April und haben uns gedacht, ja, jetzt wird es ein bisschen wärmer, aber Pustekuchen, letzte Woche lag wieder Schnee, die Wassertemperatur ist um 5 Grad wieder gesunken und wirft uns eigentlich ja wieder um 6 Wochen zurück. Ja, es ist Wahnsinn, also wir haben wirklich viermal aus wettertechnischen Gründen abgesagt, heute dachten wir, wird es top und ja, es ist halt nicht so top, aber man muss das Beste draus machen. Wir haben gesagt, heute machen wir es, wir ziehen es durch und wenn wir nur zum Grillen hier sind. Genau, den Grill schmeißen wir auf jeden Fall an. Genau, aber dass wir den Termin wenigstens jetzt endlich mal wahrnehmen. Was haben wir heute vor, Dennis? Du hast mich ja hier eingeladen an deinen See, ja, beziehungsweise euer See. Genau. Was können wir hier heute erwarten? Was bieten wir den Zuschauern heute? Das ist hier ein Vereinsgewässer von mir und ja, ein kleiner See, kleiner Teich, wie auch immer man das nennen mag. Das ist halt so mein Gewässer, an dem ich ganz gerne Messenfedern gehe. Hier sind Karpfen drin, Karauschen, Schleien, Rotfedern und so weiter. Auch ein paar Kois sogar mittlerweile, die gerettet wurden aus einem anderen Teich. Und ja, die Wassertemperatur, die muss ich sagen, ist wirklich rapide gefallen. Ich glaube, wir sind nur noch 7 oder 8 Grad gerade und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwas ans Band kriegen. Wir müssen also das Beste draus machen. Ja, ne? Also ich glaube, Karpfen und Schleie wird schwer. Ich denke mal, so eine Karausche könnte uns retten. Oder aber vielleicht eine Brasse, aber die fangen auch mal eher später an, glaube ich. Ne? Also Karausche oder Rotfeder rettet uns, ja, denke ich. Wir gucken mal, was wir rausboxen. Auf jeden Fall ist Method-Feeder oder Method-Feder, sollte ich unbedingt sagen, hat Flo gesagt. Nein, Spaß am Rande. Das ist heute Thema und ja, wir nehmen euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Gucken wir mal, dass wir was rausboxen. Viel Spaß und wir hauen was raus. Komm, so machen wir es. Aber Fisch. Die ganze Zeit gelabert und gewartet. Und jetzt hängt tatsächlich mal was am Haken. Aber das ist nicht der erhoffte Karpfen. Ich vermute, dass es irgendwie vielleicht eine Karausche oder sowas ist. Ja, Zander, krasse Kopfstöße. Das ist gerade eine Schleie. Sah aus wie eine Schleie, ja. Ist eine Schleie. Ich werde wahnsinnig. Der Fisch, mit dem ich am wenigsten gerechnet hätte heute. Ne, die erste Tinker. Die erste Tinker des Jahres, ey. Wie geil ist das denn? Mega. Oh, Wahnsinn. So, da war schon die Abfahrtmarke klar. Also, ich muss sagen, ich war erst ein bisschen enttäuscht, dass es kein Karpfen war. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, weil das ist der Fisch, mit dem ich am wenigsten gerechnet hätte. Da ist er. Die erste Tinker des Jahres. Sehr schön. Was für schöne Fische, ne? Mhm. Total cool. Friedrich. Schön. Danke.
Wir kamen hier auf so einen, ja, Dumble nennt man das. Das ist ein hantelförmiger Köder. Der wird eigentlich an so einem Pelletband befestigt. Ich habe aber keine Vorfächer mit Pelletbändern. Deswegen hat er jetzt einfach so einen kleinen Draht hier vorne dran. So eine kleine Spirale. Da kannst du eigentlich jeden Köder draufstecken. Deswegen habe ich die eigentlich auch. Da kannst du Boilies draufstecken oder auch mal Maiskorn. Und dann steckt man das hier rein. So, jetzt hängt er da am Haar. Das ist ein ganz, ganz kurzes Vorfach, nur 10 cm lang. Und jetzt, ja, bevor ich den jetzt fülle, den Korb, kann ich mal zeigen, wie das hier aussieht. Also, das ist so ein Messagefeeder-Korb. Den gibt es halt von ganz, ganz vielen verschiedenen Firmen. In der Regel gibt es für jede Firma oder für jeden Korb eigentlich auch noch die passende Form. Ich habe jetzt hier was von Cresta, kann aber auch was anderes sein. Auf jeden Fall passt das beides zusammen. Und die Montage ist total simpel, das ist halt mega cool. Man hat halt hier drin, in dem Fall jetzt so ein System. Hier wird das Vorfach eingeschlauft. Der Gummischlauch hier, der hält das Ganze fest im Korb, also dass es so einen Selbsthakeffekt auch gibt. Das Schöne ist hier an so einem Stillgewässer, also dafür eignet sich die ganze Geschichte am besten, dass der Köder halt wirklich dann mitten im Futterplatz liegt. Deswegen ist das Vorfach auch so kurz. Der Fisch hakt sich sofort, man fängt an, macht halt diesen Köder hier rein, das könnte jetzt auch ein Boilie sein, ist egal. Befüllt den ganzen Kram hier und dann nehme ich hier mein Körbchen und presse das einmal hier feste dran und dann mache ich das hier raus. Man könnte es auch mit der Hand machen, ne? Aber es ist dann halt nicht ganz so elegant. Und dann hat man halt so den Köder hier oben aufliegen und wenn sich das gleich auflöst, dann ist der Köder frei. Ja, und dann kommt im besten Fall ein Fisch. Und ich muss sagen, wir gehen ja eigentlich heute gezielt auf Karpfen, weil ich dir ja gesagt habe, dass ich glaube, dass Schleien noch nicht aktiv sind. Bisher ist es aber genau andersrum. Also ein Karpfen hat sich bisher noch nicht blicken lassen. Wir fischen mit zwei Routen. Also jeder von uns beide hat eine Feederroute und ich habe noch eine Bonusroute rausgelegt. Eine Karpfenroute, die ist abgesenkt. Und vielleicht beißt ja auch noch mal ein Karpfen auf so eine klassische Karpfenmontage. Mit Boilies und Mais. Und die Farbe rosa fruchtet da, glaube ich, ganz gut, ne? Ja, das kann man jetzt nach einem Fisch natürlich schwer sagen, aber ich fische total gerne mit gelben oder pinken, ja, Boilies bzw. hier Dumbles. Richtige Profis würden das auch so nicht machen, glaube ich. Die würden wirklich das mit so einem Pelletband machen. Aber ich muss sagen, es funktioniert auch so. Komm schnell, Fisch, ist dein Fisch. Okay. Komm, ja. Live-Bills. Ich nehme schon mal an, ja? Ja. Komm schnell. Oh. Pfui. Der Dom im Drill. Jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen schnaufen hier. Halt ihn mal zur Seite. Nicht so, das ist kein Zanderangel. Okay. Halt ihn mal schön richtig runterhalten zum Wasser. Ja, kritisch mit mir, der Dennis. Aber ich kenn's ja auch nicht. Aber steht ganz gut. Meinst du, ist ein Karpfen? Na, fühlt sich nicht so an, wenn ein kleiner. Oder eine Schleie. Auf jeden Fall war ich gerade auf der anderen Seite. Zum Füttern. Und dann haben wir hier tatsächlich den Biss bekommen. Den wir auch brauchen. Ne? Ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß jetzt hier am feinen Geschirr. Da kommt Freude auf. Ich glaube, vielleicht hast du Glück. Und dann gucken wir mal, was es ist. Vielleicht hast du richtig Glück. Könnte eine Schleie sein. Nee, Brasse. Brasse? Aber keine Fisch ist Fisch, die Fische haben wieder Lust. Das ist die Hauptsache. Kommst du an den Kescher? Ja. Also es macht auf jeden Fall richtig Spaß, wie gesagt, an einer feinen Route. Jetzt wo es nieselt, direkt nach dem Essen, nicht während des Essens, das ist auch schon mal richtig gut. Da wehrt man sich doch wieder ein bisschen auf. Na, gleich haben wir sie. Also kampfstark sind sie hier auf alle Fälle, muss man sagen. Und kamen auch wieder auf den pinken kleinen Pellet in Thunfischgeschmack, ne? Genau. Boah, schön goldig. Schöner Fisch. Auf jeden Fall. Petri! Super, Petri, dank. Sehr gut. Mega. Ja, schön gefärbt sind sie hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Schöne Brasse. Und mit Leichtausschlag vorne. Oh, schön goldig. Jetzt zeigt sie nochmal die Flanke. Ja, sehr schön. Starko Belli. Sehr gut. Super. Ja, also hier seht ihr auch nochmal schön seitlich hier reingegriffen. So ein scharfer Haken direkt in der unteren Lippe. Der sitzt richtig gut. Kann man schön wieder lösen. Auch wieder auf Pink. Ja, mein erster
Mesit-Fiederfisch, würde ich sagen. Ja, geil. Und dann auch noch gleich so ein hübscher. Also kein Riese, aber wunderschönes Tier. Ja, Dennis und ich dachten uns, bei schönem Wetter, da kann jeder grillen. Wir machen es auch bei Regen, oder? Auf jeden Fall. Ja, bisschen stärken. Schon gemütlich. Wird schön warm hier im Zelt. Gemütlich ist warm. Vorhin haben wir jetzt schon Fisch gefangen, haben wir uns auch verdient. Ne? Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Mitbringen hier. Ja, gar kein Problem. Und mal gucken, was noch rauskommt. Also wir vermuten jetzt erst gegen Mittag. Jetzt kommt so ein bisschen auch die Sonne durch. Bricht so ein bisschen durch mal vereinzelt. Nicht stark, aber wir haben so die Vermutung, dass gegen Mittag vielleicht ein bisschen was passiert. Ihr werdet es erfahren. Ich zeige euch mal den Köder. Das ist der, den ich am Haken habe. Und man sieht halt schon, dass die so eine kleine Einbuchtung haben. Das ist halt wirklich für diese Bänder. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe tatsächlich doch auch welche mit Bändern dabei. Das ist übrigens die ordentlichste Box überhaupt bei mir. Ich habe keine Box, egal, sei es beim Raubfischangeln oder Ansitzangeln, die so ordentlich ist wie diese Box. Alles schön einsortiert, sogar beschriftet und so weiter. Und jetzt kann ich euch mal zeigen. Hier ist zum Beispiel ein Vorfach mit so einem Pelletband dran. Man sieht es hier, da kommt dann halt eigentlich dieser Köder drauf. Aber mit diesen Spikes, wie ich das gerade gemacht habe, da kann man eigentlich wirklich jeden Köder dran machen. Das finde ich immer ganz, ganz nett. Und ich habe hier verschiedene Vorfachstärken drin und ich fische total gerne tatsächlich mit den stärksten Vorfächern, die ich kriegen kann. Das sind 26er. Deswegen sage ich auch immer, also das ist hier so ein Teich, Vereinsgewässer, See, wie auch immer. Und hier sind halt Karpfen drin, die in der Regel nicht größer als 10 Kilo sind oder nicht schwerer als 10 Kilo. Alles andere wäre auch meiner Meinung nach nicht mehr waldgerecht. Das heißt, also dicke Karpfen, lieber mit der klassischen Karpfenroute und Karpfenmontage. Und Satzkarpfen oder sowas dann halt wirklich, mag ich total gerne mit diesem Messet-Kram. Jo. Das ist jetzt die Frage, war es ein Schnurschwimmer? War es ein Biss? Nach einem Filbiss würde ich ja eigentlich jetzt kontrollieren, aber was ist, wenn es ein Schnurschwimmer war und der Fisch gerade am Platz ist? Ich habe keine Ahnung. Oh. So. Doch kein Schnurschwimmer, wa? Doch kein Schnurschwimmer. Da war er dann doch. Ist aber auch kein Karpfen, glaube ich. Egal, Fisch. Aber aus dem Augenwinkel gesehen. Sehr gut. Oh, ey, gut, dass wir gewartet haben. Ja. Oh nein! Boy, was ist das denn? Das, was ich dir angekündigt habe. Einer von den geretteten Kois. Also wie gesagt, ich finde ja, die gehören eigentlich nicht unbedingt in ein Gewässer, aber wenn die gerettet werden halt aus einem Teich, dann ist das so. Also alle Teichfreunde werden gerade wahrscheinlich innerlich ausrasten, aber so ist das manchmal. Ein schöner Fisch, ne? Guck mal, auch wieder ganz vorne gehakt. Ist aber so, wenn der Hecht hier noch Hunger hat zur Zeit, so unauffällig bist du nicht, mein Freund. Nee. Ja, schick ist er ja, ne? Auf jeden Fall. Krass. Ja, so viel dazu. Koi hin oder her, es ist der dritte Fisch. Das zählt gerade bei so schwierigen Bedingungen jetzt hier im Frühjahr. Allgemein die Wassertemperatur ist ja sehr, sehr weit nach unten gerutscht. Und von daher kann man sich über jeden Fisch hier freuen. Und es ist natürlich eine absolute Vielfalt mit der Brasse, der Schleie und jetzt ein Koi. Und mal sehen, also wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde. Wir packen jetzt so ganz langsam ein. Die Ruten kommen natürlich als letztes raus. Ihr kennt es, die gehen immer als letztes raus. Und mit etwas Glück steigt noch einer ein. Probiert auf alle Fälle mal die Mesit-Feeder-Methode aus. Vielleicht tastet ihr euch erstmal langsam ran an kleineren Gewässern, so wie wir es hier heute gemacht haben, wo vielleicht auch vom Besatz her etwas kleinere Fische zu erwarten sind. Man muss ja nicht gleich einen 30-Fünder drehen an der Feederroute. Von daher startet vielleicht an etwas kleineren Gewässern erstmal. Und lasst euch nicht verstören von irgendwelchen Leuten, die am Wasser sitzen mit ihren Sitzkieten und alles ist genau ausgemessen und keine Ahnung. Einfach angeln. Also, ich weiß, man kann es auf jeden Fall besser machen.
Aber du hast es auf deinem Aufkleber auch draufstehen, Hauptsache angeln. Hauptsache einfach angeln. Also wie gesagt, das ist eine ganz, ganz simple Montage und man kann damit alles Mögliche fangen, es macht saumäßig Spaß. Und das ist die Hauptsache. Muss ich bestätigen. Also es ist ganz simpel aufgebaut. Ich werde sicherlich nochmal nachmachen. Die eigentlichen Vorteile beim Massive Feeder sind ja auch, ihr habt den Köder direkt im Futter, also direkt am Futterplatz. Beim Werfen kann sich nichts überschlagen. Und vor allem in der Absinkphase sammelt ihr mit dem Haken auch nicht immer das ganze Kraut auf. Absolut geil. Jetzt quatsche ich hier gerade vom Massive Feeder und habe so eine fette Karpfenhute in der Hand. Ne? Aber auf die ging heute leider nichts. Du. Ja? Alles ungeschnitten. Wird alles ungeschnitten mit in den Film gepackt. Das findest du gut, wa? Das findest du gut. Kann ich dir helfen? Klassisch selbst gefangen, ne? Sei froh, dass es nur die Kappe war. Feierabend, ja. Ab nach Hause. So, Dennis, ich würde sagen Abfahrt, oder? Das war auch der dickste Fang heute. Das war der dickste. Allerdings. So, lass uns nach Hause. Ja, meine Lieben, wie eben angekündigt, wir haben jetzt eingepackt. Es zieht auch schon wieder so eine kleine Regenwolke auf und wir wollen auch irgendwann mal nach Hause. Und uns gemütlich aufs Sofa setzen. Ne? Und ich würde sagen, das haben wir uns auch verdient. Also für die Temperaturen drei Fische. In Summe kann man zufrieden sein. Total geil. Schön ein abgegrillt hier. Und, ne? Geht immer, ne? Ja. Drei Fische gefangen. Super Sonntag, würde ich sagen. Gerne wieder. Gerne wieder. Und dann aber bei besseren Temperaturen, mein Lieber. Bessere Temperaturen mit Florian zusammen. Mit vielleicht zusammen. Auch mal bei uns, aber auch gerne mal wieder hier. Ich fand das einfach mal ganz interessant mit Massive Feeder. Und ich hoffe, ihr habt da auch Gefallen dran gehabt. Und wenn ihr zu dem Thema mal so ein bisschen mehr sehen wollt, dann mal gerne bei Stramme Leine vorbeischauen. Ja, ein paar Massive Feeder Views habe ich auch gemacht. Ne? Auch ein paar hier an dem See hier. Mhm. Und ja, können wir mal reinschauen, wenn ihr wollt. Aber ich mache auch ganz viel Raubfisch. Also, genau. Also Dennis kennt man ja unbedingt, mal den YouTube-Kanal abchecken, auch gerne mal auf Instagram und natürlich auch bei uns mal unten die Glocke aktivieren und auf Abonnieren drücken. Ja, Dennis, Schlussworte. Ja, euch am Wasser, viel Erfolg und Schrammeleine, sage ich ja immer. Ja, ne? Würde ich auch sagen, ne? Also, schöner Tag. Danke, Amigo. Ja, fand ich auch. Gerne wieder. Danke, danke. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Hier ist Angeln pur, sinnvoll im Einklang der Natur. Hier kommt die Einheit, man kennt sie beim Bein, bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Yeah. Außer der Leichtzeit liefern die zwei Guys. Hier kommt die Einheit, dass du Bescheid weißt. Fishing Team Highlight. Wenn ich Bescheid weiß, dass das Fishing Team Highlight.